Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Scryfice. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Let's Play Mädchen2.de auf dem Server Chimera. Und in dieser Folge werden wir wieder an der Schlangenklinge arbeiten. Kurze Info vorab, wenn ihr Mädchen 2 spielen wollt, aber noch keinen Account habt, registriert euch bitte kostenlos über meinen persönlichen Link. Diesen Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und jetzt kommen wir auch direkt schon zum Live-Part. Viel Spaß beim Video. Wieso? Dann, ja, machen wir weiter. 4 Decks. Nee, ist auch nicht das Wahre. Dann haben wir hier 5 Ohnmacht, 20 Teufel, 20 Orks. 3 dB ist mit zu wenig. Ja, Digga! 10 dB, 12 Int. Endlich. Oh, all I wanted. Jawohl, jetzt haben wir noch 22. Ah, geile Sache. Ja. Okay, die 12 Int sind da, die 10 dB sind da. 5 Verlangsamungschance ist in Ordnung. 6 Untote, 6 ESO. Damit gebe ich mich zufrieden. Oh, da habe ich alles richtig gemacht. Gott sei Dank habe ich die 12 Int 10 dB bekommen. Ja, das war mir sehr, sehr wichtig, das hier, ohne Scheiß. Ja. Damit ist die Schlangenklinge jetzt, was das Switchen angeht, fürs Erste fertig. Ob wir dann letzten Endes die 8 Mädchensteine behalten, das werden wir dann im weiteren Verlauf des Spielens sehen. Also ich muss wirklich erstmal schauen, wie ist die Klinge auf plus 9, wie viel Schaden macht sie. Und was ich mir auch sehr stark überlegen muss, wie steht das bei mir mit den Mädchensteinen? Ob ich wirklich so viele Mädchensteine noch klatsche in dem Level? Weil ansonsten würde ich da tatsächlich eher auf AW oder dann im gegebenen Fall halt auf die, wie heißt hier, auf diese 10% stark gegen Monster gehen. Aber ja, fürs Erste würde ich sagen, ist die Klinge fertig. Ja Leute, wir haben wieder einen magischen Stein zur Verfügung und ich würde sagen in diesem Sinne, ich habe dem Guten versprochen, wenn dieser einzelne magische Stein jetzt klappt, dann, ah, dann ist es kein Kennwort falsch, so eine Pisse. Dann zahle ich ihm noch ein One on top. Ja, ich bin gespannt. Die Aufregung ist da und das Lagerpasswort ist nicht da. Mach doch einmal das, Digga. Wer hat sich das ausgedacht mit diesen 10 Sekunden? So, wir holen die schimmernde blutrote Perle. Ah, wir sind ja zuversichtlich heute, deswegen holen wir nur eine. Gleichzeitig hole ich die Nordwind-Waffensteine Plus. Davon brauchen wir nämlich auch noch 40 Stück. Sind auch am Start. Und dann holen wir die zwei weißen Drachenschuppen, auch 2 Stück. Und damit ist das Ding jetzt auf 9, Leute. Ich sag's euch. Ey, wenn das jetzt auf 9 geht, oh, dann raste ich hier wieder komplett aus. So, wir haben alle Sachen. Jetzt ist das Fenster auch ein bisschen dicker, ne? Weil wir hier jetzt die geilen, die immer krassen Bonis drin haben. Also habe ich es tatsächlich noch nie gemacht. Machen wir es mal so. Mal schauen. Gucken wir zwischen J und A. Oh mein Gott, Digga, was? Was? Niemals! Was? Was, Digga? Never. Niemals, Leute. Niemals. Es ist einfach auf 9 gegangen. Oh mein Gott. Holy shit, Digga. Ey. Niemals. Sie ist auf 9. Ich komm grad nicht drauf klar. Sag mal, wie viel Glück kann man eigentlich haben? Ich muss das jetzt mal gerade zusammenfassen hier. Digga, also wir haben gebraucht, wir haben nur ein einziges Schmiedebuch auf plus 6 gebraucht, wir haben nur 3 magische Steine auf plus 7 gebraucht, insgesamt 5 magische Steine auf plus 8 gebraucht und jetzt willst du mir sagen, dass wir nur 4 magische Steine auf plus 9 gebraucht haben. Nee. Never ever ever, Digga. Das gibt's nicht. Das... Nee. Alter Falter, what the fuck. Ja, ich habe mir jetzt gerade eben für 25 Won so einen Krafthandschuh plus 0 besorgt. Den will ich nämlich zum Schlangenhandschuh machen. Das bedeutet, wir werden jetzt erstmal hier so ein paar Schriftrollen des Kriegers holen. Ja, und dann werden wir die versuchen, werden wir den versuchen auf plus 6 zu kriegen. Machen wir das mal schnell. Lederhärte habe ich genug, die kosten gar nichts hier auf dem Server. Davon habe ich massenhaft gefarmt, also ja, finden wir dafür dann auch endlich mal Verwendung. Ich fange hier auch direkt an mit Drachensegis zu arbeiten, einfach damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Ich hoffe, wir kriegen das Ding jetzt relativ schnell hoch und dass das nicht zu oft fällt. Und dann werden wir versuchen, wie gesagt, so einen Schlangenhandschuh herzustellen. Den werde ich dann auch mit dem 6.7. bonieren, den werde ich dann hochappen und. Also ja gut, was heißt hochappen? Ich werde den plus, weiß es noch gar nicht, wahrscheinlich erstmal auch plus 6 oder so versuchen. Aber das hier finde ich jetzt auch gerade wieder faszinierend, dass der nicht mehr auf plus 5 gehen will mit Drachensegi. Also
Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Digga. Also einmal kannst du wenigstens auf plus 5 klappen. Ich habe jetzt einfach... Oh Gott, ich muss nochmal nachrüsten. Sekunde. So, ich habe jetzt den Krafthandschuh mit ein bisschen Aufwand auf plus 6 gemacht. Und jetzt werden wir versuchen, hier so einen Schlangenhandschuh herzustellen. Hier oben Handschuh, Schlangenhandschuh, Stärke. Wir haben eine 80%ige Chance, dass das klappt. 10 Kaka müssen wir zahlen. Und ich hoffe, dass wir den jetzt herstellen. Die Bonis werden nicht übernommen. Deswegen habe ich hier auch einen genommen, der crap ist. Und ich würde sagen, ohne lang jetzt nachzudenken. Oh, bitte, bitte klappt das. Wir gucken. Ja! Oh, Glück gehabt. Er hat funktioniert. 80% Chance. Es hat geklappt. Nice. Oh, jetzt bin ich happy. Ja, der Schlangenhandschuh wird jetzt boniert. Der wird geswitcht. Dafür haben wir ja noch 32 Switcher übrig. Und da wird dann auch der 6., 7. reingemacht. Und ja, ihr wisst Bescheid. Wir werden da jetzt auch peu à peu dann auch hier die Machtsteine reinhauen. Gut, bevor wir jetzt mit dem Handschuh loslegen, werde ich mir jetzt erstmal ein neues Kostümset besorgen. Und zwar auch hier wieder 60 Tage Kostümset für 8 Won. Ist das Ganze im Shop. Dazu holen wir uns natürlich auch noch ein Kostümchen hier für 8 Won. Auch hier 59 Tage, 22 Stunden. Ist gebongt. Sind wir auch wieder 16 Won reicher, ärmer. Und ja, ich werde jetzt diese zwei Kostüme hier, die gehen zwar noch einen Tag, aber drauf geschissen, werde ich jetzt nicht projizieren, sondern hier übertragen. Ja, ich mache einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Gut, jetzt sind wir bei dem Mongo hier angekommen und dann zack, zack, werden wir jetzt hier die Kostüme, Aufnahme von Boni, Projektion, wo ist denn das? Boni übertragen, da hinten ist es, zack, erstmal das Ding hier wählen, Empfänger und Original. Und somit kriegen wir hier 60 Tage raus, perfekt. Das wäre schon mal erledigt. Dann machen wir dasselbe nochmal, Boni übertragen, das ist der Empfänger. Und dann haben wir hier nochmal eine schöne Kappe für 60 Tage. Und, oh, Junge, sieht das scheiße aus. Set-Boni aktuell 50%, trotz Lolli. Das hier geht noch 6 Tage. Ja. Ich sehe gerade auch in Lagerbonus 20 verteilen Leute auf den 35 Tagen ab, aber egal. Ja. Ach, die Klinge. Das werden wir gleich auch noch austesten. Ich weiß nicht, ob ich das noch in diesem Video schaffe, aber das werden wir auf jeden Fall auch noch austesten, ob die besser ist oder meine Zodia-Klinge. Gut, jetzt sind wir bei Meister Chi angekommen. Jetzt werde ich nochmal so ein paar, wo ist es, etc. ist es, ein paar Machtsteine versuchen. Und zwar hier die 46. Ich möchte jetzt mal wissen, was passiert, wenn ich hier 46 eingebe. Kann ich aber nur einen herstellen. Okay, dann schauen wir jetzt mal nach, wie viele erfolgreich sind. Ah, aber ich mache das jetzt echt mal im Schnelldurchlauf und baller die jetzt einfach hier mal. Wir haben 3 Stück hatten wir am Anfang. Nicht genug Yang zur Herstellung. Ach, Scheiße. Nicht genug Yang. Ah, Krise. Dann muss ich mal gerade zum Lagerverwalter gehen. Ich hoffe, man kann hier nochmal wechseln. Won zu Yang. Ja, perfekt. Gott sei Dank habe ich hier die Quest schon so weit gemacht, dass das funktioniert. Gut, dann nochmal Veredelung etc. Macht schon eine plus 4 und weiter geht's. Oh, jetzt hat es aber oft gefailt, ey. Gut, wir haben insgesamt 22, das bedeutet, wir haben 19 hergestellt von den gesamten Dingern da. Jetzt holen wir unseren Handschuh und jetzt würde ich sagen, probieren wir das aus, dass da jetzt auf den ersten direkt der Stein drauf klappt. Jetzt fliegt hier natürlich wieder ein Heli über meine Wohnung, ich hoffe, ihr hört das nicht. So, Lagerverwalter, und dann geht das Ganze jetzt los, jetzt wird's toll. Mit den Steinhandbüchern. Da muss man direkt arbeiten, weil wenn der auf den zweiten Slot kommt, dann ist einfach scheiße. Zerbrochen. Und ich will ja hier jetzt auch Doppelwerte drin haben. Das ist erfolgreich, aber Stärke. Ach, jetzt brauche ich wieder diese Geiststeinschriftrollen. Ah, Moment. Gut, das wäre erledigt. Ich habe genug Geiststeinschriftrollen besorgt, um hier zu arbeiten. Na super. Wie oft das einfach... Aha, perfekt. Da haben wir unseren ersten Int-Wert. Jetzt ist die Frage, wie viel Int habe ich denn jetzt mittlerweile, ob wir das lassen können mit dem Int. Ja, also einmal Int können wir dieses Mal drin lassen. Ich bin vom Level her so hoch, dass wir... Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Dann machen wir jetzt weiter. Zerbrochen. Erfolgreich. Perfekt. Stärke. Jawohl, geil. Und dann der letzte kommt, zack.
Da will ich jetzt auf jeden Fall irgendwie Vitalität oder so drin haben. Wenn überhaupt. Erfolgreich, das ist jetzt Vitalität. Ja gut, klasse. 15 Vitalität. Ach, ich bin ein Idiot. Ich muss das Ganze ja so sehen. Haha. Ach ja. So sieht das Ganze jetzt aus. Ups, da brauche ich wohl... Scheiße. Die Frage ist, ob man die Sungma-Werte auch zurücksetzen kann. Weil hier habe ich Resistenz drin. Das heißt, Resistenz brauche ich eigentlich nicht. Ich muss mal gerade schauen, welche Werte ich eigentlich brauche. Sekunde. Gut, wir werden es jetzt einfach so machen. Wir setzen jetzt einfach unseren Intelligenzwert, setzen wir zurück. Zurücksetzen. Zack, deine Werte wurden zurückgesetzt. Jetzt haben wir nämlich 38 Punkte, die wir verteilen können. Denn wenn ich jetzt den Handschuh ja ausrüste, haben wir eigentlich so gut wie genug Int überall. Wenn ich jetzt so im Internet nachlese, brauchen wir, glaube ich, maximal 70. Das gucke ich jetzt mal nochmal nach, bevor wir die Werte da weiter verteilen. Ich werde mir jetzt auch noch ein paar von diesen, wie heißen sie denn jetzt? Korrektur heißen sie, glaube ich, diese Rollen der Korrektur besorgen. Besorgen uns mal 5 Stück. Ich weiß eh, dass ich davon mehrere brauche. Und dann werden wir den letzten Stein noch hinzufügen. Und da hoffe ich, dass ich dann Vitalität bekomme. Ansonsten muss ich wieder ein bisschen arbeiten. Also es ist auf jeden Fall günstiger, die Werte, die ich verteilt habe, nochmal zurückzusetzen, als das irgendwie neu zu... die Steine reinzuhauen. Gut, ihr wisst Bescheid. Dann würde ich sagen, machen wir das jetzt mal gerade. Zerbrochen. Erfolgreich und Vitalität. Boah, ich weiß einfach jetzt schon, dass der nächste Doppelte kein Vitalität ist. Weil ich jetzt zweimal Vitalität hintereinander gehittet habe. Wenn überhaupt mir noch mal einer klappt. Der nächste war einfach schon wieder Vitalität, aber auch wieder nicht doppelt. Digga. Das Glück hat mich jetzt, glaube ich, verlassen. Ich habe nur noch 6 Steine. Krise. Ja, da wäre zum Beispiel Resistenz gewesen. Aber ich brauche ja unbedingt den Doppelten. Ich meine, wenn man schon Schlangen hat, dann will man natürlich auch den doppelten Wert haben. Und dann muss ich wahrscheinlich jetzt erstmal nochmal neue nachkaufen. Letzter, komm schon. Bam! Und er gibt einfach wieder Vitalität, aber keinen Doppelten. Ah, zack! Und er gibt einfach Resistenz. Nein, scheiße. Ja gut, ich besorge mal neue Steine. Dann sehen wir uns gleich wieder. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like, ein Kommi oder ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen und unterstützen. Ich bin fürs Erste raus. Wir sehen uns dann im nächsten Livestream oder im nächsten Video. Bis dann. Peace, Leute.